Grüß Gott. Grüß Gott, bitte sehr. Folgendes, ich war gestern beim Zahnarzt und der hat mir da hinten einen Zahn gezogen und ich habe aber jetzt ziemliche Schmerzen gehabt. Leider habe ich nichts beim Zahnarzt bekommen gegen die Schmerzen. Es ist aber wirklich furchtbar, also das pocht da drinnen, ja, weil das ist ja doch eine große Wunde. Können Sie mir da was geben oder brauche ich da ein Rezept? Also Sie waren beim Zahnarzt, er hat Ihnen gar nichts ausgestellt. Kein Rezept, kein Antibiotikum, kein Schmerzmittel. Nein, also er hat mich schon gefragt, ob ich was haben will, aber ich habe mir gedacht, das wird schon so gehen und dann habe ich nichts mitgenommen. Okay, meistens ist es so, dass der Arzt das ein Antibiotikum aufschreibt. Also bei Ihnen war das nicht der Fall. Und wenn Sie jetzt so Schmerzen haben, dann würde ich ein Schmerzmittel empfehlen, einen Klassiker, denn die Zahnärzte auch immer aufschreiben, das wäre Bakemet 500 Milligramm, da nehmen Sie bei Bedarf 1 bis 3 täglich. Aha, okay, also nur solange ich halt Schmerzen habe. Nehmen Sie bei Bedarf. Und was ist, wenn das jetzt nicht besser wird, dann muss ich dann zum Zahnarzt gehen? So ist es, weil dann ist das Schmerzmittel nicht ausreichend und Sie müssen dann ein Antibiotikum nehmen. Gut, also wenn ich jetzt morgen das Bakemed nehme und es wird dann nicht gut, soll ich dann morgen schon zum Zahnarzt Auf gehen jeden oder? Fall. Auf jeden Fall, gut, okay. Na, dann geben Sie mir bitte das Bakemed. Bitte. Was kostet das? Ich gebe Ihnen 10 Stück Packung, das kostet 3,30, das ist unterhalb der Rezeptgebühr. Ja, das ist gut. Okay, dann bitte nehme ich diese Packung. Bitte sehr, danke, Ihre. Dankeschön, danke, Wiedersehen. Wir sind.